In diesen Tagen präsentieren Citroën und Peugeot die neuen Sprösslinge ihrer seit 2005 gepflegten Kooperation mit Toyota. Voilà, die Cityflitzer C1 und 108. Die Werbung verspricht uns mal wieder das Blaue vom Himmel über diese neuen Cityflitzer. Jung und dynamisch sollen sie sein, mit hübschem Innen- und Außendesign und vielen Spielereien an Bord. Damit blasen sie zum Angriff auf den Kia Picanto und den VW ab. Doch reicht so ein neues Blechkleid allein aus, um in unserem Kleinwagentest zum Schluss ganz oben auf dem Treppchen zu stehen? Tatsächlich stehen sie zu Beginn unseres Vergleichstests gegen VW ab und Kia Picanto mit ihrem frischen Aussehen gut da. Aber was steckt hinter der französischen Fassade? Und haben sie eine Chance gegen den seit 3 Jahren gebauten VW ab und den ebenfalls seit 2011 produzierten Kia Picanto? Schließlich setzen beide Hersteller zwar auf konservatives Design, versprechen aber jede Menge Qualität. Schauen wir uns den C1 genau an. Avantgarde gehört zu der Marke mit dem Doppelwinkel im Kühler. Und das haben sie beim Styling des knuffigen Kleinen verstanden. Mit seinen 3,47 Meter wirkt er angenehm kompakt. Aber die Optik ist nicht alles. Und hier zeigt sich, dass Peugeot, Citroën und Toyota bei der Konstruktion ihrer neuen Kleinwagen den Rotstift ein wenig zu stark gespitzt haben. Sie basieren auf den seit 2006 angebotenen Vorgängern mit allen Stärken und Schwächen. Das beginnt beim Platzangebot. Während im Cockpit des Citroën durchaus Raum selbst für große Passagiere ist, mag man den engen Fond nicht mal Kindern auf Kurzstrecken zumuten. Auch der Kofferraum fällt mit einem Volumen von 196 Litern eine ganze Nummer kleiner aus als der des ab. Lässt sich aber durch Umklappen der Rücksitze bis auf 780 Liter vergrößern. Immerhin haben die Ingenieure eine Menge Feinarbeit in die Abstimmung des Fahrwerks investiert. Also der neue C1 fühlt sich deutlich erwachsener an als sein hoppeliger Vorgänger. Die Federung erreicht allerdings nicht die Güte von VW und Kia. Der Dreizylindermotor, der ist wirklich quirlig und erinnert mit seinem schnatternden Klang ein wenig an die legendäre Ente. Leider leidet dieses Motörchen beim Ausdrehen der Gänge dann doch spürbar unter einigen Leistungslöchern. Immerhin leistet das kleine Herz unter der Haube 69 PS und bringt den C1 damit auf maximal 160 Stundenkilometer. Der gemessene Verbrauch lag bei 4,9 Litern. Citroën verspricht nur eine Standardgarantie von 2 Jahren. Dafür ist der C1 mit 10.450 Euro der günstigste unter unseren Testwagen. Wie Citroën hat auch Peugeot in den letzten Jahren zurück zu alter Form gefunden. Die Zeit weit aufgerissener Kühlermäuler ist bei der Löwenmarke jedenfalls Geschichte. Das zurückhaltende Styling steht dem 108 ausgezeichnet und macht ihn optisch zu einer Alternative für alle, die es gern etwas dezenter mögen. Im Innenraum hingegen gleicht der Peugeot dem Citroën. Heißt konkret, bei der Gestaltung des Cockpits zeigt sich deutlich, wo gespart wurde. Billiges Hartplastik, nicht immer ganz solide verarbeitet, trifft auf gute Ergonomie und ein Infotainment-System, das die Kopplung von Smartphones einfach macht. Das mögen nicht nur junge Käufer. Zu groß sollten die Fahrer allerdings nicht sein. Die Sitzposition leidet unter dem nur in der Höhe verstellbaren Lenkrad. Und auch die baguetteweichen Sitze können nur bedingt überzeugen. Der Kofferraum ist mit 196 bis 780 Litern genau gleich klein wie beim Citroën. Unter der Motorhaube finden wir Einheitsware. Ein Dreizylinder mit 1 Liter Hubraum treibt den C1 und den Peugeot 108 an. Trotz des im Prinzip identischen Motors wie beim Citroën beschleunigt der 108 einfach schlechter. Er wirkt irgendwie zugeschnürter. Schuld daran scheint das Start-Stopp-System mit seiner veränderten Motorsteuerung zu sein, mit dem dieser Testwagen ausgestattet ist. Das ist zwar jetzt nicht wirklich dramatisch, aber im Alltag doch spürbar. Die Leistungswerte des Peugeots sind mit denen des Citroëns fast identisch. Ebenfalls 69 PS und 160 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Dafür ist der Verbrauch mit 4,6 Litern der niedrigste in unserem Vergleich. Mit einer Garantie von 5 Jahren kann der 108 kräftig punkten. Der Preis des Testwagens 11.450 Euro.
Wer einen Beweis dafür braucht, wie groß die Fortschritte der Koreaner in den letzten Jahren waren, der sollte sich den Kia Picanto ansehen. Das Design schafft den Spagat zwischen europäisch nüchtern und trotzdem nicht so bierernst wie etwa der VW. Und auch der Innenraum zeigt, dass man Kia ziemlich ernst nehmen sollte. Materialien und routinierte Verarbeitung sind top. Als einziger im Testfeld verzichtet der Kia auf unverkleidete Blechflächen im Innenraum. Geht es um Detaillösungen, liegt der Kia vor dem VW. So bietet der Picanto anders als der Up auf der Fahrerseite Fensterheberschalter für links und rechts. Leider ist auch der Koreaner kein Raumwunder. In der ersten Reihe hat er den geringsten Platz im Feld. Der Kofferraum des Picanto lässt sich von 200 bis auf 870 Liter vergrößern, ist aber immer noch recht klein. Doch wie schlägt sich der Picanto beim Fahrtest? Die Lenkung des Kias ist etwas gefühlloser als zum Beispiel beim VW. Der Dreizylinder, der wirkt etwas zäher. Das ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber da fehlt dem Picanto doch etwas der Feinschliff und das kostet Punkte. Der Dreizylinder des Kia bringt mit 69 PS die gleiche Leistung wie die Konkurrenten aus Frankreich. Mit 153 Stundenkilometer in der Spitze ist der Picanto aber der langsamste im Feld. Der gemessene Verbrauch ist mit 5 Litern am höchsten. Unschlagbar, Kias 7-jährige Mobilitätsgarantie. Der Preis des Testwagens ist mit 10.590 Euro sehr günstig. Der Up ist sicherlich das Auto, das es zu schlagen gilt. Er macht einen sehr erwachsenen Eindruck. Im Innenraum bietet der VW viel Platz und sein Cockpit besticht durch eine gute Verarbeitung. Das etwas billig wirkende aufgesteckte Navigationssystem ist mit 790 Euro Aufpreis zwar relativ günstig, aber etwas fummelig in der Bedienung. Der Kofferraum ist kurz und hoch und lässt sich etwas umständlich beladen. Dafür bietet er mit 251 bis 951 Liter auch das größte Ladevolumen im Feld. Überzeugend sind vor allem aber die Fahreigenschaften des Wolfsburgers. Also das Fahrwerk des Up wirklich komfortabel. Das Fahrverhalten dagegen kann man schon fast als sportlich bezeichnen. Das ist wirklich ein gelungener Kompromiss. Der Motor klingt sympathisch und ist laufruhig. Fast kein bauartbedingtes Schütteln und er bleibt dabei sparsam. So könnte dieser Wagen auch in der nächsthöheren Klasse mithalten. Der Motor des Up liefert mit 75 PS die größte Leistung im Vergleich. Und mit 172 Stundenkilometer ist er auch der schnellste. Sein Verbrauch liegt mit 4,8 Litern im Durchschnitt unseres Kleinwagentests. Enttäuschend, dass VW nur 2 Jahre Garantie bietet. Dafür langen die Wolfsburger beim Preis mächtig hin. Mit 13.600 Euro ist der Up mit Abstand am teuersten. Wer kann den Vergleich der Kleinwagen für sich entscheiden? Wie gut sind Citroën C1 und Peugeot 108 wirklich? Sowohl der Citroën C1, der das Siegertreppchen nur ganz knapp verpasst hat, als auch der Peugeot 108 auf Platz 3. Sie beide haben natürlich ihren französischen Charme und sind wirklich sympathische Kleinwagen. Aber so richtig überzeugen konnten sie uns dann doch nicht. Vor allem konnten sie nicht mit den Qualitäten ihrer Konkurrenz mithalten. Der Kia Picanto auf Platz 2 ist ein ordentlicher Kleinwagen mit guter Qualität und langer Garantie. Er ist ein Tipp für alle Sparfüchse, denen es vielleicht nicht auf den letzten Feinschliff ankommt. Und insgesamt ist er kaum schlechter als der Sieger unseres Vergleichstestes, dafür ist er aber deutlich günstiger. Ja, mal wieder gewinnt ein VW einen Test bei Autobild. Und nein, wir bevorzugen die Wolfsburger nicht. Dieser Sieg hat einfach gute Gründe. Dank der typischen VW-Tugenden ist der Up einfach ausgewogener als seine Konkurrenten. Aber beim Preis langt Volkswagen auch diesmal kräftig zu und mit einer Garantie von 2 Jahren ist man leider auch wieder betont knauserig. Neu ist also nicht neu genug. Mit aufgefrischtem Design und alter Technik lassen sich VW und Kia nicht schlagen. Ein frisches Blechkleid von Citroën und Peugeot reicht nicht, um bei den Kleinwagen nach ganz oben aufs Treppchen zu fahren.